Als diese Fahrzeuge gebaut wurden, da war das fast noch ein Abenteuer, über Europas Grenzen zu reisen. Wer das heute tut, der merkt das kaum noch, dass er von einem Land ins nächste kommt. Anders ist das so, wenn man mit dem Zug unterwegs ist, denn fast alle Anrainerstaaten Deutschlands haben unterschiedliche Stromsysteme. Die Lösung? Mehr Systemloks, die mit verschiedenen Spannungsarten zurechtkommen. Eine der stärksten und der schönsten ist der Taurus. Und ich durfte diese Lok sogar selbst in Nürnberg steuern. Und ich mache jetzt genau das, wovon so viele träumen. Jetzt geht's los, allmählich, ja? So ein bisschen schneller. Und hier ist die Bremse. Bisschen da. Jetzt wieder aus. Hilfe! Hier zurück, ja? Aller Anfang ist schwer. Und auch im Betriebswerk Nürnberg haben die Lokführer eine lange Ausbildung hinter sich. Besonders die, die auf den E-Loks der 182er-Baureihe unterwegs sind. Die 182er ist zunächst für die Österreicher gebaut worden. Dort heißt sie Taurus. Und so stellt sie sich dem Lokführer auch persönlich vor. Ja, da schau, ich bin ein Taurus. So wird man dann hier begrüßt, wenn man... Kann man so begrüßt werden, wenn man das will, ja. Taurus, der Stier. 6.800 Kilowatt bringt er auf die Schiene. In Deutschland wird die Lok fast ausschließlich im Güterverkehr eingesetzt. Anders in Österreich. Dort zieht der Taurus auch Schnellzüge. Er hat nämlich neben seiner Stärke noch einen weiteren Vorteil. Die Höchstgeschwindigkeit von 230 Stundenkilometern. Eine Lok, vielseitig einsetzbar, sozusagen das moderne Mädchen für alles. Und nebenbei kann er auch noch mit zwei Stromsystemen umgehen. Ganz wichtig für den Verkehr über die Landesgrenzen hinaus. Denn in Europa haben fast alle Länder unterschiedliche Stromsysteme. Der Taurus kann also viele Grenzen problemlos überwinden, genauso wie andere Mehrsystemloks. Das will die Bahn in Zukunft noch mehr als bisher nutzen. Die Vision ist schon, einen Zugverkehr zu haben im Güterverkehr, wo die Grenzen unsichtbar sind. Allerdings wäre es eine Illusion zu glauben, dass man eine Europa-Lok hat, die überall fahren kann und überall zugelassen ist. So viel elektrische Ausrüstung würde man gar nicht auf die Lokomotive drauf bekommen, damit das möglich wäre. Deshalb sollen bestimmte Mehrsystemloks jeweils ausgewählte Korridore bedienen. Zukunftsmusik, denn viel Bürokratie lässt die Genehmigungen fürs Ausland zu einem langwierigen Prozedere werden. Hier in Nürnberg wird alles dafür getan, dass die Loks fahrtüchtig bleiben. Alle 10.000 Kilometer eine komplette Nachschau. Erst dann kann Lokführer Jörg Seibot wieder im Führerstand des Taurus Platz nehmen. Er kennt inzwischen auch die kleinen Schwächen der starken Lok. Sie ist etwas wetterempfindlich, sag ich mal, wie alle Neubauloks. Sobald eben die Schienenverhältnisse nicht ganz in Ordnung sind, dann hat sie ein bisschen Probleme, ihre vielen Leistungen auf die Schiene zu bringen. Aber das mit ein bisschen Sand und ein bisschen mit Gefühl beim Aufschalten geht das schon. Ein Mercedes unter den Lokomotiven, ja. Und entsprechend beliebt wegen des Designs. 25 Tauri fahren für Railion. Viele auf der Brennerstrecke bis an die italienische Grenze. Zurzeit wird in Österreich der Vier-System-Taurus getestet, der dann weiter Richtung Süden fahren kann.